Hallo, willkommen zurück. F19, Massenpumpe. Wir sind immer noch dran, unser Mörderfeld abzuernten. Weizen, dringend brauchen, ist voll dabei. Unsere Milch wurde zu Wasser, das habt ihr ja in der letzten Folge gesehen. Keine Ahnung warum. Es war auf jeden Fall Wasser. I don't know warum, wieso, weshalb. Ne? So, keine Ahnung. Aber sei es drum. Wir werden den jetzt abhängen. So, wir werden ein paar Kühe zulegen noch. Also werden wir uns auf jeden Fall erstmal hier einen Viehtrailer holen. So, Feld 4, Kollege ist am dabei. Wir haben ja in der letzten Folge es schon einmal gedüngt. So. Das dauert noch. Die haben wir ja erst angesät. Also selbst unser Hopfen braucht noch, also wir haben mal gucken, also Hopfen haben wir zwei Felder da, das sind unsere Kartoffeln hier und da ist nochmal Weizen und halt eben die zwei Rapsfelder. Ich habe mir auch überlegt, gestern so im Livestream, weil wir haben ja hier die, hier ist die Süßwaren, Popcorn, ne? Popcorn. Mais für Popcorn. Hier. Mais, Zucker, Leerpaletten. Ne? Was uns eigentlich dann auch wieder ein Produkt für wenig Aufwand bringt, da ist Popcorn. Ne? 780 Euro ist eigentlich auch ein guter Preis. Also werden wir uns überlegen, mal gucken, welches Feld. Aber ein Feld mal als nächstes mit Mais anbauen. Dass wir da ein bisschen Popcorn machen, weil Zucker haben wir da. Ein paar Leerpaletten finden wir immer. So, gucken wir mal, wie es hier läuft. So. Okay. Gülle haben wir bestimmt noch nicht so viel zusammen. 6000. Ah, easy. Also, es sich lohnt. So, das läuft. Wo ist unser? Der ist dort. Weil dann fahren wir zum Viehhändler, besuchen uns ein paar Tierchen. Also, ein paar Milchkühe noch dazu. Dass man die. Ei, das ist ja mehr. 224 Kühe sind anscheinend zu wenig. So, jetzt haben wir hier, eigentlich hier hinten stehen. Da steht unser Anhänger. So. Auf zum Viehhändler. Das ist ja nicht weit, wir brauchen ja bloß darüber und dann passt das. So. Einfach hier hoch, dann fahren wir an der Bäckerei vorbei und dann kommen wir ja direkt auf zum Viehhändler hinzu. Und dann werden wir uns einfach noch ein paar Kühe zulegen. Weil die Kohle haben wir. Dann machen wir das so. Mein Milch ist echt wenig. Echt wenig. So, hier müssen wir rein. Da ist der Viehhändler. So. So.
glaube, das letzte Mal waren wir nicht mit dem hier. Da haben wir mit dem IVA das geholt. Das ist halt auch schon ein bisschen her, wo wir hier waren, ne? Das letzte Mal waren wir bei den Schweinen. Ah ne, wo wir die paar Kühe nachgestockt haben. Ich glaube, das war das vor den oder nach den Schweinen? Ich glaube, das war nach den Schweinen. So, Kühe. Kühe, Kühe, schwarz-weiß. So. Voll. So. Wir tun erstmal hier schnell den entladen. So, ist er. Ja. Dass der hier gleich weiterarbeiten kann. Ne? So, das müsste in der Richtung sein. Oder ja, ne? Ah, da steht er doch schon. So, das ist erledigt. Kuckucku, Viehhändler hier. So, da sind sie drin. Okay. Auf zum Kuhstall. Ja, es sind nur 8 Kühe. Die man hier. Das ist ein Baum. Einladen kann. Also ein bisschen hin und her fahren ist ja auch was. Naja, langweilig. Und so sparen wir uns ein bisschen den Aufschlag. Ich weiß gar nicht, wie viel wir uns zulegen. Wer weiß. Mal schauen. Kann jetzt ein paar holen. Alle wäre ich jetzt nicht euch, weil wäre dann bestimmt auch langweilig, wenn ihr dann 15 Minuten, 2 Folgen lang oder so zuschaut, wie ich Kühe hin und her fahre. So. Aber das wollte ich schon im Livestream. Wir müssen dann auf jeden Fall mal wegen den Kartoffeln gucken. Das ist immer. Irgendwo habe ich doch den Graz, den anderen da stehen. Da passen 18.000 Liter rein, das müsste eigentlich reichen. Da werden wir uns dann drum kümmern. So. Ich glaube, ein bisschen langsam machen, weil jetzt wir kürzen hier ab. Wir fahren ja russische Technik. Ja, die Tiere sind gesichert. Keine Angst. Das Kombinat Tierschutz war da und hat den Transport genehmigt, sonst dürfte man ja gar nicht fahren. Also, keine Angst, alles hat seine Ordnung hier. So. So, jetzt müssen wir mal hier kurz, weil die Tür ist ja zu. So. Mal gucken, ob ich mir mit dem Anhänger jetzt ein Ei gelegt habe, aber eigentlich müsste ich das auch hier schaffen, ne? Ah, das sieht doch gut aus. Kurz vorstoßen. Mal kurz vorstoßen. So. Müsste schon da sein. Ausladen. So, die ersten Kühe haben wir. So, den könnten wir eigentlich zu Backwaren schicken. Silo Backwaren. Weil dann kann der dort nämlich uns gleich die nächsten holen. So. So. Aber jetzt, wir werden jetzt, wo ist er denn? Da, nee. Nee, nee. Ja. Ah, den habe ich, ja. Ich wollte noch alles gut. Gras und so.
Wir werden jetzt erstmal Kartoffeln fahren. Einundzwanzigtausend haben wir, ne? Das passt doch. Einundzwanzigtausend Liter Kartoffeln geht. So, jetzt müssen wir hier rumkommen. Dann fahren wir zur ZBE Untergeschoss und holen uns die anderen Kartoffeln. So, dann gucken wir mal. ZBE Untergeschoss, ne? Hab ich da was vom Hof? Schnitt schon wieder gemacht. Ach ja. So, ZBE Untergeschoss. Kartoffellager ZBE. Das. So. So, da können wir dann gleich unseren Abtanker tanken. So, du fährst dahin, du bist dann gleich da. Dich hole ich jetzt zum Abtanken. Okay. Also in echt. Drei zu viel, allzu wenig. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. So. So, komme ich hier rum. Oh, 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 oh. Ja, das geht sich aus. W50 braucht nicht viel Platz. So. Langsam, langsam, langsam. Hier oben, genau. So, dann fahren wir kurz zum Viehhändler nochmal und dann haben wir ja nochmal die Mukus. Ein Kurs haben wir ja kein, brauchen wir ja nicht so viele, so oft fahren wir ja da nicht hin. Das ist jetzt, ich glaube, seit Beginn das dritte Mal, ne? Anfangs die Kühe, dann die Schweine, dann zwischendurch nochmal die Kühe und jetzt nochmal die Kühe. Also. So, jetzt drehen wir hier um. Jetzt fahren wir hier ran. Noch ein Stück rückwärts. So, oh, Zaun, Zaun, Zaun. Ach, passt, passt, passt. Na, komm, komm. Ja. Das wird was. Stoßen wir nochmal vor. So. So. Reicht das schon? Das reicht schon. Kühe. Kühe. Schwarz. Nee, das. Oh, schwarz-weiß. So. Auf geht's. So, die nächsten 8 Kühe. Dann haben wir schon 16. 224, 230, 240 Kühe. Mal gucken. Wir werden das, denke ich mal, auf 300 ab hochquäten. Dann haben wir 300 Kühe. Dann müssen wir, denke ich mal, wieder ganz viel Zeug fahren.
Aber das macht ja nichts, wir haben es ja. Ne? Für heute war es das leider schon wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und ich freue mich, wenn ich euch beim nächsten Mal wieder begrüßen kann. Und bis dahin, ciao, ciao.